Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen 3 hier bei unserem Konfi-Kanal. Ja, zuallererst möchte ich mich entschuldigen für meine nasale Stimme, aber ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Habe aber trotzdem Bock auf Risen und Zeit. Von daher kümmern wir uns jetzt mal hier weiter. Wir wollten hier auf Kalador das Schattenreich weiter clearen. Okay, was hat er mir da jetzt auf den Kopf gehauen für einen Zauber? Fuck, wir haben auch gar nicht so viel Leben. Das tat weh. Und selbst wenn man gesundheitlich angeschlagen ist, möchte man ja trotzdem liefern. Okay, interessant, was er da auf uns geschmissen hat die ganze Zeit, der Dude. Ja, wir sind hier im Schattenreich auf Kalador und wollen das jetzt mal hier clearen. Und ich hoffe, dass nicht so eine übermäßig großen Gefahren hier sein werden. Genau, Bones heilen uns mal, während wir die Kiste öffnen. Und dann passt das. Sehr schön. Oh, schleichender Tod. Zieht deinem Gegner schleichend Lebensenergie ab. Fluch der Schwäche. Okay. Die benutzen wir ja kaum, die Zaubersprüche, so im Kampf, ne? Aber ich bin mir sicher, da kommt bestimmt irgendwann mal ein Gegner, wo man die ganz gut nutzen kann. Irgendwann wird da ein Gegner kommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ui, da sind hier viele Leichen. Okay. Ja, nee, ist klar. Und fuck our lives, ein grausamer Lindwurm. Mit 80 Milliarden... Okay. Es ist kein grausamer Lindwurm. Sondern es ist einfach ein Fliegevieh, irgendein Drachenvieh, was ich jetzt gerade nicht mir angeguckt habe, was... Ich würde das Ding gerne einzeln triggern, ne? Aber wir haben ein Problem, wenn ich mal ehrlich bin, glaube ich. Denn den einzeln zu triggern, wird nicht möglich sein. Fuck! Oh, Mist. Das machen wir nochmal neu. Ich will erst die Mobs da wegtriggern. Hier zum Beispiel den Höllenhund, den können wir doch vorher da wegtriggern, oder? Fuck off, ey. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. So, komm, holen wir den Höllenhund da mal weg. Bevor dieses Monstervieh da gleich rauskommt. Scheiße. Das wird gar nicht so einfach. Können wir noch einen Feuer triggern? Aus deiner Haut, ja, können wir tatsächlich. Nein, Bones, geh nicht dahin. Bones. Oh lol, wenn wir die alle triggern, dann ist das perfekt. Alter, ich bin so blind, ne? Mit den Schusswaffen hier in Risen. Haben aber auch teilweise eine richtig komische Hitbox. Egal, der ist down. Und um den kümmert sich Bones, so wie es scheint. Oh, wir critten mittlerweile aber ganz gut rein, ne? Okay. Bin mir sicher, jetzt kommt der Bobo hier aus dem Leben heraus. Und ich habe mich dazu entschieden, die weiter zu töten. 10 Ruhm ist mir einfach zu krass, was da weggeht, wenn ich ehrlich bin. Fuck my life. Dann bin ich gleich mal gespannt, wenn der wieder aus den Tiefen der Tiefen empor steigt. Vorher war es ja dieser grausame Lindwurm, aber eben gerade war irgendwas mit Drachenbeschwörer, glaube ich, ne? Können wir den da hinten noch triggern vorher? Nein, aber den schwarzen Ghoul können wir triggern. Sehr schön. Eigentlich will ich den Ghoul hier looten. Sehr schön. So. Na dann komm mal. Ja, nee. Ist klar. Fuck. Okay, diesmal kommt nur einer. Was bist du? Was steht da? Der Schrecken des Norns? Lol, ist das doch der? War das doch nicht der Golem, sondern war das der hier? Wen er meinte? Der Jäger? Nee, das war noch nicht der, den er meinte, oder? Ich find's gut, dass Bones gerade gegen den da hinten kämpft. Dann könnte ich eigentlich nochmal eben das Schwert ausrüsten. Gegen das Skelett hier. Das wäre ja lustig, wenn der das wäre. Wenn der das Ding im Norden wäre. Aber... Den
kann der doch nicht hören von da hinten. Lol. Und die Ratte macht Backflips. Ich weiß gar nicht, wie Bones sich da gerade schlägt gegen den Schrecken des Norns, wenn ich ehrlich bin. Okay, Bones schlägt sich gerade gar nicht gegen den. Oh, Bones schlägt sich sehr gut gegen den. Der hat den gut Schaden gemacht. Muss man Bones mal lassen. Der Schrecken des Norns. Der Schrecken von Kalador. Oder der ist tot. Toter Dämonenjäger. Tot. Persönliche Habe, okay. Moment, ist stählerne Armbrust? Die können wir benutzen? Lol. Können wir wirklich nutzen? Ich will eh noch testen, wie... Also es scheint eine Zweitwaffe zu sein. Ich will eh noch testen, wie man die nutzt. Schießt man die auch mit E? Doch, schießt man. Tut man doch. Fuck, hier sind einige Dämonenjäger draufgegangen. Wir testen mal die Armbrust an dem Höllenhund da hinten. Persönliche Habe natürlich wieder. Verdammte Schatten! Oh, der macht echt gut Schaden. Also die Armbrust, die macht gut Schaden, aber man muss halt auch einen anvisieren, ne? Macht aber gut Schaden. Auch wenn der da mal ein paar Mal daneben geht. Kann man gut abwechseln. Ist guter Pistolenersatz. Sogar besser als die Pistole. Ich glaube aber nicht ganz so schnell. Aber das wäre nicht so tragisch. So, den haben wir gelootet. Schrotpistole und den. Okay, und persönliche Gegenstände. Auch wenn ich gerne wüsste, wer uns da denn auf Quest geschickt hätte. Warum sind wir denn wieder viel zu früh hier? Das verstehe ich nicht. Wir haben noch bei den Dämonenjägern gefühlt alles schon gemacht. Egal. Der Schrecken des Nordens. Diese fliegenden Wurmdinger. Drachenwürmer, Viecher. Aha! Da ist ein Lagerfeuer. Oh, hätte der uns vielleicht dahin geschickt? Sind wir einfach nur vom falschen Eingang gekommen? Das würde alles erklären. Erstmal ist da ein Lagerfeuer, was mir sehr gut gefällt. Aber nein, den Fisch braten wir nicht, den verkaufen wir. Ribratte. Runenstein nehmen wir mit. Ja, dann nehmen wir alles mit. Braucht er hier anscheinend nicht. So, wer bist du? Cyril. Dich habe ich ja hier noch nie gesehen. Haben dich die grünen Feuer hierher getrieben? Nein, eher ein Segel und Planken unter den Füßen. Ah, verstehe. Süßwassermatrose. Du hast dir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, hier aufzukreuzen. Die Eisenbucht ist ein einziges Grab geworden und der Tod nimmt keine Rücksicht auf Neuankömmlinge. Ich schaffe es nicht einmal mehr, unseren Gefallenen die letzte Ehre zu erweisen, verdammt! So, damit Bones da mal wegkommt. So. Was kannst du mir über die grünen Feuer erzählen? Warte, was stand da nochmal in den alten Schriften? Seit jeher lodern die grünen Feuer auf, wenn ein schwarzer Schatten die Menschheit zu verschlingen droht. Und was heißt das? Ich hab keine Ahnung, Mann. Das stand halt so in den Büchern. Unsere Vorväter sind schon ihrem Ruf gefolgt und nun ist es an der Zeit, dass wir das Gleiche tun. Jawohl. Also ich versuche dann die Gespräche immer zu nutzen, um mich zu entspannen und nicht so viel dazwischen zu reden. Deswegen werden wir uns die Gespräche einfach chillig anhören und danach einmal schauen. Vielleicht kommt was Cooles, wo wir krass darauf antworten können, aber ich glaube eher nicht. Brauchst du Hilfe? Richtig. Jemand muss sich zu den Toten durchschlagen und mir ihre persönliche Habe bringen. Du willst, dass ihre Leichen geplündert werden? Ja, verdammt! So verlangt es der Ritus der Dämonenjäger. Diese Gegenstände werden Einzug in unsere Hallen finden, sodass man sich an ihr Opfer erinnern wird. Okay. Alles in Ordnung bei dir? Wenn deine Freunde und Gefährten neben dir in der Schlacht fallen, dann ist dir nicht zum Feiern zumute. Von welcher Schlacht sprichst du? Nun, der Oberste unseres Ordens befahl uns, diese Gegend von den Schatten zu säubern. Wie sich herausstellte, war die ganze Aktion das reinste Selbstmordkommando. Aber immerhin gelang es uns, das Kristallportal zu schließen. Das ist gut.
Das Kristallportal ist geschlossen? Klingt doch gut. Ach ja? Der Anführer der Dämonenbrut ist entkommen und 5 meiner Gefährten liegen im Dreck und dienen als Futter für die Bestien. Nein, wir haben versagt. Wir haben unseren Vorvätern Schande bereitet. Selbstmordkommando. Hört sich nicht gerade zuversichtlich an. Es ist ein grausamer und gnadenloser Krieg, aber wir werden ihn gewinnen. Die Pläne unseres Druiden Eldrick mögen ihre Opfer fordern, aber sie sind es wert. Ich besorge dir die persönlichen Gegenstände deiner Gefährten. Gut, und egal, was ich dir in den Weg stellen mag, zeig kein Mitleid. Ich mach mir mal ein paar Gedanken, wo wir ihre Körper begraben. Können sie ja nicht einfach so verrotten lassen. Ja, und er hilft dann einfach nicht, ne? Ja, warum auch nicht? Hier, mehr war von deinen Gefährten nicht zu retten. Danke. Dann lass uns ihre Überreste mal unter die Erde schaffen. Ihr habt gut gekämpft, Brüder. Und ihr werdet nicht vergessen. Ruht in Frieden. Was können wir Menschen gegen so viel Tod und Verderben noch ausrichten? Requiescat in pace. Wir müssen alle sterben. Da ist was dran. Wenn ich draufgehe, nehme ich so viele von diesen Dämonen mit, wie ich kann. Jetzt verstehen wir uns. Gut, ich kehre zurück zur Zitadelle. Wir sehen uns. Lass uns handeln. Ja. Ruht in Frieden, Brüder. Da haben wir Tränke, die wir bei ihm kaufen könnten. Ja, die Schrotpistole zum Beispiel brauchen wir nicht. Wir können mal wieder Sachen verkaufen. Ja, die normale Armbrust brauchen wir dann ja auch nicht mehr, wenn wir die bessere jetzt haben. Schurkenring. Schlösserknacken plus 10, wo haben wir den denn gefunden? Krass. Jägertalisman, Silberzunge plus 10. Wir haben jetzt Ehen einschüchtern plus 5. Hiebwaffen einschüchtern Alchemie. Ach, ich tue mich schwer bei den Anhängern wegwerfen bisher. Oder haben wir auch noch einschüchtern? Einschüchtern 10. Ja, den Talisman des Jägers, den packe ich mal weg, den verkaufe ich. Schattenwaffen haben wir einige. Wir müssen auch mal wieder Schussmunition kaufen. So, Loot haben wir auch wieder ein bisschen. So. Wir haben echt gut Zähne gesammelt. So, wo wir mega viel von, außer die Krallen, ne, genau. Die Krallen können wir verkaufen und der Rest ist, glaube ich, alles für Voodoo und so ein Kram. Golem Herz behalten wir auch mal. Schwanzstachel will ich auch behalten erstmal. Oh, wir haben auch noch so viele Bücher. Wird die noch alle lesen werden? Wollte ich ja eigentlich, ne? Handspiegel, Schmiedehammer. So. Ja, da sind sie gefallen, die ganzen Brüder. Mist. Wenn wir einen Ticken früher da gewesen wären, hätten wir die echt retten können. Da bin ich von überzeugt. So, gibt's hier noch was am Lagerfeuer? Das wäre dann quasi der wahre Eingang gewesen, in Anführungsstrichen. Na, guck mal, hier waren wir ja sogar schon mal. Da erinnere ich mich sogar dran. Nun gut. Er kehrt zur Zitadelle zurück. Mal gucken, wie viele Dämonier wir noch haben, die wir hier auf Kalador finden müssen und deren Aufgaben wir erledigen müssen. Waren wir hier jemals? Doch, hier waren wir schon mal beim Steinkreis, genau. Gut, dann gehen wir hier nochmal rüber, denn wir haben ja hier Kalador auch noch zu erkunden. Wie auch immer wir in das Gebiet kommen sollen. Wahrscheinlich müssen wir darüber schwimmen. Aber das Gebiet will ich noch gar nicht machen, bevor wir hier auf Kalador nicht mit den Dämonjägern d'accord sind. Und uns denen angeschlossen haben.
Trotzdem brauchen wir dann auch mal jetzt einen Teleporter da auf die linke Seite von Kalador, finde ich. Ich finde es aber gut, dass die es gepackt haben, das Dingens zu schließen. Das Kristallportal. Das ist gut. Sehr gut sogar. So, hier gehen wir runter. Hier sind wir auch hochgekommen. Und dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Da könnten wir jetzt auch rüber. Und da theoretisch runter? Ne, da können wir nicht wirklich runter. Gut. Dann steigen wir weiter hinab. Ripp-Ratte, ich habe mich umentschieden. Ripp-Ratte, ich habe mich umentschieden. Ach ja. So ist das, ne? Wenn einem Erfahrung treibt. So, was genau wollen wir jetzt hier noch tun eigentlich? Wir haben noch so viel zu tun hier, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es übrigens immer ätzend, dass der immer rangezoomt ist, wenn man da auf die Karte geht. Ich glaube, wir folgen erstmal dem Fluss. Ah, hier waren ja die Drachensnapper, ne? Ja, stimmt. Lol. Da höre ich was. Da oben ist ein Höllenhund? Alles klar, warum auch nicht? Und wo habe ich Bones jetzt eigentlich verloren? Ah, da. Fuck. Warum auch nicht, dass da ein Höllenhund ist, ne? Können wir mit ihm eigentlich nochmal reden? Pass auf dich auf. Okay, können wir nicht. Ich habe gedacht, wir können ihm nochmal sagen, dass wir das Ding da jetzt im Norden erlegt haben, aber anscheinend können wir es nicht. Okay, hier sind Skelette, aber hier ist ein Teleporter. Nice. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgegangen wären, hätten wir den Teleporter auch noch gefunden. Letztes Mal von der Jägerhütte aus. Naja gut, man kann hier alles haben. Nein, ich will hier nicht runter... Wirklich, jetzt falle ich hier echt runter. Oh Mann. Jetzt lasse ich Bones da oben alleine kämpfen, ey. So, da ist mein Skelettfreund. Der rippt jetzt erstmal. Und dann geht's hier noch auf den Kollegen. Und dann ist der auch tot. Die scheinen immer so eine Spezialanimation zu haben anscheinend. Die, ja, menschlichen Gegner in Anführungsstrichen. Ja. Geht doch. Genau. Teleportstein einsetzen. Und dann haben wir hier einen guten Teleporter hin. Teleporter des Eisenwaldes, okay. So, was gibt es denn hier noch so im Eisenwald? Wo genau gehen wir gerade lang? Ja, hier waren wir noch nicht. Oh, Spinnen sehe ich da schon wieder. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Okay, wie auch immer die so schnell hier ist, aber sie ist so schnell hier. Und wo eine ist, sind doch die anderen nicht weit, oder? Erledigt. Anscheinend schon. Nur eine Spinne? Krass. Hätte ich nicht gedacht. So. Oh. Da ist ein Kompagnon, der mir überhaupt nicht gefällt. Oh, oh, oh. Wird es eigentlich schon wieder dunkel? So ein Heal wäre jetzt nochmal geil von Bones. Ich kann aber auch mal einen Fusel ziehen. Wow, jetzt sieht er mich wirklich. Nice. Oh, und ein Erzgolem, Alter. Ein Schattenwächter und ein Erzgolem. Fuck my life. Bones, ich will den nicht da killen. Wir wollen ihn nicht da killen, Bones. Der darf nicht runterfallen. Da kommen wir nämlich nicht ran. Lol. Okay. Dort ist noch ein Strand. So, rauf auf den Erzgolem. Komm. Rauf auf die Sau, Bones. Ist der auch immun gegen... Nein, gegen Armbrust ist der nicht immun. Schaut es euch an, Leute.
Gegen Armbrüste ist der nicht immun. Gegen Bolzen. Großer Vorteil. Für eine Armbrust. Die machen halt echt gut Schaden, ne? Was? Warum ist da unten eigentlich noch ein Strand, wo wir noch nicht waren? Das gefällt mir gar nicht. Ach, das ist der Strand, okay. Ja, gut. Da werden wir auch noch hinkommen. Hier liegt wieder Gold rum. Sehr schön. Irgendwas müssen die auch bewacht haben. Kommen wir da hoch? Da können wir uns nicht dranhängen. So, oh, hier schläft ein Luchspärchen anscheinend. Die machen ja gar keinen Schaden gefühlt. Okay, ich treffe mit der Armbrust gar nichts gerade. Ich verschwende nur die Bolzen, die wir gefunden haben. Dann kämpfe ich mal mit dem Schwert gegen den Lux. Ne, bisher hat noch kein einziger Bolzen den Lux getroffen. So, der Lux ist down. Und der da hinten jetzt auch. Sehr schöner Hit. Bones, das haben wir noch gesehen. Das war gut. Das war gut, Kollege. So, dann war es das hier schon? Wirklich? Ja, da sind wir jetzt rumgegangen. Ja, dann war es das hier schon. Dann können wir uns jetzt Richtung Strandmaler halten und den Strand abgehen. Der birgt nämlich vielleicht nur das ein oder andere Geheimnis. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, den Strand, beziehungsweise was auch immer das hier sein soll, Tümpel, keine Ahnung, den machen wir erst im nächsten Part, wenn es mit Risen 3 weitergeht. Wir machen hier einen kleinen Cut und im nächsten Part sorgen wir uns dann gleich wieder um Mr. Krabs da hinten. Ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start. Bis dahin, haut rein und ciao.